Aber eigentlich konnte man in 2016 als Promi doch froh sein, dass man es überhaupt überlebt hat, oder? Einige, die noch übrig sind, haben wir befragt nach ihren Highlights 2016. Und zwar in unserem Pussy-Terror-TV Promi-Talk. Ich habe mir überlegt, was ist das Highlight 2016? Und die Antwort war, das kann nur ich sein. Ich habe abgewogen, werde ich wieder Kanzlerin? Oder koche ich den ganzen Tag irgendein Fraß für Joachim zusammen? Kochen finde ich scheiße. Also gehe ich halt noch mal 4 Jahre auf Tour. Ist so. Hier ist der Sportler des Jahres 2016. Boah! Ich heiße jetzt Wiese und Maschine. Und ich bin jetzt quasi im Rasenmäher. Herr Wiese, jetzt als Wrestler, können Sie denn auch böse gucken? Klar kann ich böse gucken. Jetzt guck ich böse, Achtung. Habt ihr nicht gesehen, ne? War zu schnell. 2016 ist das beste Jahr der Welt. Ich bin Weltmeister geworden und ich höre auf mit der Formel 1. Nie mehr arbeiten. Wollt ihr auch wissen, warum? Yeah. Alle sollen's wissen! Die Menschheit! Die ganze Welt! Ich guck nur!